Magst du noch kurz erzählen, was du da für Schätze hast, die da noch so in deiner Schatzkiste versteckt sind? Also man hat ja eine Schatzkiste und Schätze dafür, dass es die anderen nicht erfahren. Du musst die Frage anders formulieren. Also sage ich einfach mal, lass dich überraschen. Bald wird es geschehen. Du meinst an Projekten? Ja. Auf deiner Homepage? Ja. Du meinst die anderen Meditationen, die da noch schon drauf sind? Okay, also wir plaudern mal aus dem Nähkästchen. Ja. Dauert doch nochmal länger. Nein. Also wir haben vor, mehr Projekte, die wir in der Schublade stecken haben und mehr Ideen an die Welt weiterzugeben. Und das wird in den nächsten Wochen und Monaten wahrscheinlich dann präsentiert werden. In welchem Umfang, mit welchen Details, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir freuen uns viel. Ja, wir freuen uns sehr. Freut euch nicht zu sehr, aber ja. Ich glaube, das sind ein paar schöne Sachen dabei. Ja, auf alle Fälle. Wir sind ja ständig sozusagen ideenschwanger. Und kennen wir. Das kennen wir gut. Ist ein toller Begriff, ja. Ideenschwanger. Ja, das ist cool. Ja. Ja. Wir sind auch Dauerideenschwanger. Voll, Vollgas. Und das sind aber auch Sachen, die uns Energie geben. Also ich bin heute Morgen um 4 Uhr aufgewacht und hatte so ein Bäm. Oh, neue Idee. Geil. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden, habe alles gleich aufgeschrieben und dachte so, ja, cool, ja, will ich machen. Ja. Ja. Also das passiert halt oft. Und dann... Deswegen kommt bei uns so ein Ding nach dem anderen, noch eine Homepage und dies noch und jenes noch, und weil wir einfach irgendwie doch so viel zu geben haben. Ja. Ich möchte noch hinzufügen, dass, weil du vorhin gefragt hast, wie wir Energie aufladen oder tanken, es ist auch ganz klar für uns, dass wir uns Dinge wünschen im Leben. Mhm. Also wir haben ganz klare Wünsche, was wir noch alles im Leben nicht erschaffen wollen, sondern was wir für uns gerne wollen, also welchen Wohlstand oder welche Lebensqualität. Auch materiell natürlich, klar. Das soll man gar nicht so außen vor lassen, wie viele, die sagen, ja, ich lebe dann eher spartanisch, Hauptsache ich gebe alles an die Welt. Mhm. Bei uns ist es ganz im Gegenteil teilweise, dass wir sagen, boah, wenn wir uns das, was wir schon immer gewünscht haben und auch das eingestehen, ehrlich zu sagen, boah, das wollte ich schon immer haben, und sei es beispielsweise ein Porsche oder ein Ferrari, dann und der pusht meine Lebensqualität so, dass ich noch mehr Projekte machen kann, dann sind das wichtige Dinge für uns, um zu sagen, auch dafür stehen wir morgens auf, weil wir wissen, wir haben ein Ziel vor Augen. Und es ist gar kein Ziel, sondern es ist nur ein Etappenziel. Ja. Dass wir dann immer weiter, weiter, weiter kommen. Ja, ja. Und auch für die anderen. Das ist ja so ein Synergieeffekt. Und das ist auch eine der Hauptenergien, warum wir immer wieder nachts um 4 aufstehen und dann solche Ideen haben, weil wir wissen, okay, es ist einerseits, um es auszuleben, aber auf der anderen Seite, weil wir ja noch andere Wünsche haben, die wir uns erfüllen wollen. Ja, es soll ja immer Energie im Ausgleich sein, also schon ein Geben und Nehmen. Mhm. Und wenn ich weiß, ich gebe so viel der Welt an dem, was aus mir rauskommt, dann ist ja ganz klar, dass ich auch einen Energieausgleich dafür haben will. Mhm. Ich meine, deswegen kostet ja auch eine Fotosession Geld, weil ich würde mich kaputt machen, wenn ich jeden fotografieren würde, der halt mal sagt, oh, ich würde schon nehmen, wenn es nichts kostet. Ja. Also ich will ja, dass die Menschen diesen Wert dahinter erkennen. Ja. Und ich brauche natürlich einen Ausgleich dafür, dass ich mein Leben leben kann. Mhm. Und wenn ich sage, ich kann mir meine Wünsche und Träume erfüllen, die mich teilweise halt auch einfach erden, dann kann ich ja erst wieder richtig auch in meiner Kraft sein und auch wieder das ausstrahlen. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, also einfach auch, um sich selber gut zu fühlen und sich auch was Gutes zu tun. Also deswegen jetzt auch so dieses, okay, hier zu wohnen, anstatt jetzt vorher in Thüringen in meinem Elternhaus. Also das waren ja alle Schritte, wo wir uns einfach gewünscht haben, hey, es darf sich was verändern, es darf sich das alles ergeben, wir wünschen uns das. Und dann kommt es auch so. Was ich wieder sehr spannend fand, auch im Interview, auch so dieses, wann lade ich meine Energie wieder auf oder was tue ich, um meine Energie aufzuladen, kam eigentlich auch, also auch bei mir selber, ich muss erstmal für mich sein. Das habt ihr ja auch gesagt, also du gehst dann auf Toilette, du gehst in den Wald, oder ins Auto. Ja, ich gehe meistens auch raus, also ich schotte mich auch erstmal ab oder ich gehe erstmal versuche erstmal, wenn ich nur so eine unsichtbare Grenze um mich rumziehe, aber ich versuche erstmal wieder zu mir zu kommen, um dann wieder was teilen zu können. Und dann fand ich es jetzt so schön, wie du gesagt hast, mit dem Energieausgleich, weil wenn du was gibst, dann darf auch was zurückkommen. Ja. Also du tust etwas für dich, aber es kommt der andere wieder dazu. Also so dieses, du bist erstmal alleine und dann kommt was anderes, um sich dann wieder zusammenzufügen. Also wisst ihr, was ich meine? Um das nochmal so aufzugreifen, das ist eigentlich total schön, dass was entstehen darf und sich zusammenfügt,
auch so vielen Bausteinen einfach auch. Was für mich immer ganz ein gutes Bild ist, ist dieses, du kannst erst geben, wenn du selber in der Fülle bist. Mhm. Weil ansonsten ist es ja so dieses Phänomen, da treffen die Bettler aufeinander und greifen sich gegenseitig in die Taschen. Mhm. Und das funktioniert nicht. Das heißt, du musst erstmal für dich selbst sorgen, dass du für dich in der Fülle bist und dann gibst du es gerne weiter. Mhm. Also wenn ich jetzt genügend, ja, wie heute, wir haben genügend eingekauft zum Essen da und dann stecke ich gerne den Tisch für uns alle und freue mich, dass es allen schmeckt und das gebe ich dann. Das war so lecker. Ja, das war wirklich sehr lecker. Ja. Oder ich sage auch immer, auch mit dem Langzeitstillen zum Beispiel, wenn ich nicht selber dafür sorge, dass ich was Ordentliches esse, dann hat mein Körper nicht die Kraft, auch noch für ein zweites Wesen Nahrung zu produzieren. Ja, also muss ich erstmal für mich sorgen. Du brauchst selber ein hohes Energielevel, damit du diese Energie dann auch weitergeben kannst. Genau. Und im Grunde fast schon da, wenn sie schon fast in dir am Überlaufen ist. Ja. Egal, ob das jetzt die Energie oder die Ideen, Kreativität, das ist für mich alles Energie. Ich weiß nicht, wie es für euch ist. Ja? Mhm. Das will dann so raus, das läuft dann schon so über und du möchtest dich einfach verschenken in dem Moment, weil so viel davon da ist. Genau. Und das wiederum spüren die anderen ja auch. Mhm. Ja, es ist auch bei uns so, dass das wissen gar nicht so viele, aber wir haben ja, man möchte fast sagen, die Hälfte unserer Arbeit sind ja auch mehr oder weniger Geschenke. Also es gibt ganz viele Dinge, die wir so weitergeben, ohne dass wir da offiziell was verlangen dafür, weil wir spüren, es ist beides wichtig. Einmal dieses von Herzen Geschenke geben, um zu wissen, okay, natürlich schon auch so, dass man spürt, wer kann damit was anfangen, weil nicht jeder möchte sich beschenken lassen. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch dieser ganz normale Weg, wie wir es auch selbst erfahren, dass wir viele Geschenke bekommen, aber auch mal natürlich bereit sind, für hohe Qualität und für was Gutes dann auch etwas zu geben, zu zahlen. Ja, und das ist, glaube ich, auch so eine schöne Mischung, die man auch in der Natur erlebt. Ja, Geld ist auch Energie. Ja, das ist auch eine Form einfach von Energie. Und bei uns ist es genauso. Ja, wir lieben es, Dinge zu verschenken, wie unseren YouTube-Kanal zum Beispiel. Gerade jedes Video, was man rausgibt, das sind ja Informationen. Das sind Geschenke. Wo du in einem Coaching ja eigentlich Geld dafür bekommst, aber dann hast du das Gefühl, das ist nochmal was anderes. Du willst es schon auch einer breiten Masse zugänglich machen. Und wenn dann jemand sagt, hey, ich hab jetzt nochmal ganz eigene Themen und da würde ich dich gerne nochmal gezielt mit dir drüber sprechen. Und tiefer dann nochmal gehen. Und da macht es natürlich Sinn, jemand sagt, okay, komm, ich buche da jetzt ein Coaching bei dir. Mhm. Und so soll das ja auch sein. Aber trotzdem so, dass trotzdem auch was für alle da ist. Ja, so, und das ist genug für alle da. Zeige, weil irgendwie es doch so vielen Menschen dann vielleicht ein Lächeln ins Gesicht zaubern kann. Und wenn es jeder dann nur für sich macht und dann auch für sich behält, was er da Tolles hat, dann ist es irgendwie, finde ich, schade. Obwohl ich das auch verstehen kann. Also ich habe ja auch viele Kunden, die sagen, nee, sie haben das jetzt sich gegönnt und das ist nur für sie und das zeige ich dann auch nicht. Es ist ja immer nur, wenn die einverstanden sind. Aber ich freue mich echt über alles, was ich dann wieder zeigen darf. Weil ich einfach weiß, was es in den Menschen auslösen kann. Ja. Und es ist so schön, wie du es gesagt hast, weil es ist im Grunde ist genug wirklich für alle da. Mhm. Ja, es ist wirklich genug für alle da und trotzdem beginnt es bei einem selber. Mhm. Ja, so. Es kommt immer wieder zu dem Gleichen zurück. Es beginnt einfach bei einem selber. Ja, deswegen ist es gut, dass ihr diese Videos auch macht, weil ihr habt ja genau den Fokus darauf, den Menschen das weiterzugeben, was ihr einerseits erfahren habt, aber auch zu sagen, hey, arbeite oder lebe mit dir und schau, dass dein Energielevel passt. Ich hatte auch mal diesen Vergleich zu sagen, wenn jemand auf 100% Energie ist, dann sollte er nicht geben. Wenn er ca. bei 140 oder 50 ist, dann kann er gerne die 40-50 geben, aber dass sein Mindestmaß immer diese 100% ist. Mhm. Und das ist ja auch das, was ihr mit den ganzen letzten Videos auch weitergegeben habt, zu sagen, okay, mit welchen Methoden oder mit welchen Themen kann ich das wirklich schaffen, dass ich über dem Level bin, um dann wieder selbst geben zu können, weil das ist, glaube ich, auch die Aufgabe des Menschen oder der Lebewesen hier, nicht nur für sich selbst ins Wachstum zu kommen, sondern auch währenddessen dann geben zu können, ohne dass das eigene Wachstum irgendwann verkümmert oder kaputt geht. Ja. Und also wir wiederholen uns wahrscheinlich, aber für mich persönlich ist es einfach immer wieder jeden Tag eine neue Aufgabe. Ja, also ich habe nicht diesen Punkt erreicht, dass ich sage, oh, ich habe jetzt immer, jeden Tag fülle ich mich auf 140% auf und dann gebe ich das ab und dann ist das wie so ein Mechanismus. Nee, das ist es, ich weiß nicht, wie es bei dir ist oder bei euch ist, bei mir ist es nicht so. Und das ist wirklich, ja, schon fast ein tägliches Training. Das ist wirklich ein Energietraining. Ja, es kommt irgendwie nicht von selbst. Man muss wirklich was dafür tun. Ich glaub, oder man darf, das ist ja schön, das lieben wir ja auch. Ja. Also ich denke mal, dass wenn ein Lebewesen einer Frau heranwächst, dann sind es ja circa 9 Monate.
Ja, 9 Monate ist es schon so ein unbewusster Wachstumskampf in diesem Körper, bis dann die Geburt passiert. Und also ich habe so die Vorstellung, dass unser Leben von Geburt an bis zum Tod, das ist eigentlich die Schwangerschaft, in der wir kämpfen oder uns entwickeln und wachsen, bis wir dann am Ende natürlich andersartig, aber dann wieder zum Leben erwecken. Und währenddessen ist es natürlich so, dass wir nicht aufhören dürfen zu wachsen und nicht zu kämpfen, aber uns zu entwickeln. Ja. Also es ist unsere Pflicht, das zu tun. Sonst verkümmern wir, sonst, ja. Stillstand ist der Tod. Genau. Ja. So. Und Energie muss fließen. Ja. Mhm. Energie fließt. Ja, weil das ist Leben. Ja. Genau. Ihr kennt unser Abschlussritual, oder? Mit den Händen zusammen. Jetzt überlegen wir gerade, wie wir das machen. Wir können ja 2-2 machen oder einen Kreis machen. Ich überlege gerade, was machst du da so? Na egal. Energy. Rules. Danke. Danke.